Unsere Lebenserwartung steigt, doch leider nicht ohne Begleiterscheinungen. Die heutigen Lebensbedingungen begünstigen die Entstehung von Krankheiten, unsere Zivilisationskrankheiten. Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Krebs. Mit der steigenden Zahl der Krankheiten wächst auch der Medikamentenkonsum. Doch die Nebenwirkungen vieler Arzneimittel bergen ihr eigenes Risiko. Die heute übliche medikamentöse Behandlung führt meines Erachtens in eine Sackgasse. Vielleicht gibt es noch einen anderen therapeutischen Weg. Eine von der Wissenschaft lange Zeit verkannte Methode, die fester Bestandteil vieler Religionen ist: das Fasten. In Russland, Deutschland und den USA beschäftigen sich Ärzte und Biologen seit 5 Jahrzehnten mit dieser Therapieform. Wir wollten schauen, sieht man das im Labor, sieht man das in den Hormonen? Die Frage ist, lässt sich der Effekt einer Kalorienreduktion durch das Fasten noch steigern? Welche Mechanismen wirken beim Fasten? Und bei welchen Erkrankungen sind diese hilfreich? Die Ergebnisse sind erstaunlich, insbesondere bei der Behandlung der Krankheit des Jahrhunderts. Dies ist ein neuer Ansatz in der Krebstherapie. Viele sehen darin durchaus einen ergänzenden Ansatz. Die Ergebnisse dieser Forschung eröffnen ungeahnte Perspektiven und zeigen neue Wege der Behandlung auf. Im Herzen Russlands, in der sibirischen Ebene, ist das Fasten bereits seit 15 Jahren ein zentraler Bestandteil der staatlichen Gesundheitspolitik. Grundlage dieses einzigartigen Experiments ist eine im Westen vollkommen unbekannte Studie, an der in der ehemaligen Sowjetunion über 4 Jahrzehnte hinweg Tausende von Patienten teilnahmen. Daraus resultierte eine radikale Methode, die hier praktiziert wird. Nach einer 4-stündigen Busfahrt auf schlechten Straßen trifft Ljubow Baranova im Sanatorium von Gorjatschinsk ein. Sie kommt auf Empfehlung ihres Bruders, der sich bereits einer Fastenkur unterzogen hat. Der nur wenige hundert Meter entfernte Baikalsee bietet eine idyllische Kulisse. Gorjatschinsk ist berühmt für seine heiße Quelle und seit 1995 auch für seine Fastenklinik. Die Kosten für die Kuren werden erstattet. Für die Fastenden ist ein eigenes Gebäude reserviert. Häufig kommen Patienten zu uns, die zuvor in einem Krankenhaus behandelt wurden und bereits in den Genuss modernster Untersuchungsmethoden gekommen sind. Doch all das hat ihnen nicht geholfen. Das Heilfasten ist eine universelle Methode, die bei sehr vielen Erkrankungen eingesetzt werden kann, weshalb immer häufiger darauf zurückgegriffen wird. Wir können hier vielen Menschen helfen. Der erste Therapieschritt besteht in der Beruhigung der Neuankömmlinge. Die Motivation der Patienten ist von entscheidender Bedeutung. Da bei Ihnen eine starke Arthrose vorliegt, haben wir folgendes Programm für Sie zusammengestellt. Während Ihres Aufenthalts in unserer Klinik werden Sie 2 Wochen lang fasten und in den restlichen 7 Tagen durchlaufen Sie die Aufbauphase. Fasten macht Angst. Die Patienten wissen nicht, wie ihr Körper auf den Nahrungsentzug reagieren wird. Die Therapie ist denkbar einfach. Wasser, Wasser und nochmals Wasser. Durchschnittlich 12 Tage lang nimmt der Patient nichts anderes zu sich. Eine Fastenkur kann je nach Art und Schwere der Krankheit bis zu 3 Wochen dauern. Bei chronischen Leiden werden die Medikamente nach 2 bis 3 Tagen abgesetzt. Die Patienten fasten unter ärztlicher Aufsicht. Das ist wichtig. Niemand sollte sich allein in das Abenteuer Fasten stürzen. Die Betreuung durch einen Facharzt ist unerlässlich. Ah.
Beim Fasten tritt in der Tat kein besonderer Nährstoffmangel auf. Während des Fastens kann die Anzahl bestimmter Vitamine, Vitamin C, D und Vitamin E, sowie einige anderer Stoffwechselprodukte leicht zurückgehen. Doch es handelt sich dabei nicht um kritische Werte. Innerhalb von 15 Jahren haben sich hier 10.000 Menschen einer Fastenkur unterzogen. Ihre Krankenakten werden in diesem Archiv aufbewahrt. Die Patienten litten unter Diabetes, Asthma, Bluthochdruck, Rheumatismus und Allergien. Nach einer oder mehreren Fastenkuren waren bei fast 2/3 von ihnen sämtliche Symptome verschwunden. Die Fastenden sind sich einig. Das Schwierigste ist nicht, auf Nahrung zu verzichten. Das Hungergefühl verschwindet nach 2 bis 3 Tagen. Die heikle Phase ist die sogenannte Fastenkrise. Olja hat seit 5 Tagen nichts gegessen und diese Krise gerade hinter sich. Sie kann mit Schwächegefühlen, Übelkeit und Migräne verbunden sein. Das ist der Preis, der für die Anpassung des Organismus an diese radikale Veränderung zu zahlen ist. Der Körper muss lernen, von seinen Reserven zu leben. Der 3. Tag war hart. Jetzt ist es mehr oder weniger erträglich. Der Organismus hat sich daran gewöhnt. Heute geht es mir besser. Mir noch nicht gerade gut. Am 3. Tag setzt gewöhnlich die Entgiftung, die Desintoxikation ein. Bei den Patienten werden die Giftstoffe ausgeleitet, weshalb sie sich relativ schlecht fühlen. Wenn sich der Organismus gereinigt hat, fällt das Fasten von Tag zu Tag leichter. Nach Auffassung der russischen Ärzte ist dies eine wichtige Phase im Heilungsprozess. Gipfel und Dauer der Krise lassen sich durch Urinanalysen feststellen. Durch den Nahrungsentzug steigt der pH-Wert des Blutes. Manchmal kommen während der Krise die Erkrankungen des Patienten zum Vorschein. Sind diese mit Schmerzsyndromen verbunden, kommt es beispielsweise bei Migräne häufig zu Kopfschmerzen oder bei Gicht bzw. Arthritis zu Gelenkschmerzen. Allerdings halten diese Schmerzen in der Regel nicht länger als 24 bis 36 Stunden an. Die Fastenkrise ist das Zeichen für eine tiefgreifende Veränderung im Körper. Der Organismus muss sich von seinen Reserven ernähren. Doch woraus wird die lebenswichtige Energie gewonnen? Der Körper verfügt über 3 Energielieferanten: Glucose, Lipide, Proteine. Der wichtigste Nährstoff ist die Glucose. Sie ist unerlässlich für das Funktionieren des Körpers und vor allem des Gehirns. Doch die Glukosereserven sind bereits nach einem Fastentag erschöpft. Wie reagiert der Organismus auf diesen Mangel? Er macht sich schnell daran, Glukose aus Proteinen zu bilden, das heißt vor allem aus den Muskeln. Daneben greift er auf seine Lipidreserven, also die Fette, zurück, um einen Glukoseersatz zu produzieren. Diese Fastenenergielieferanten sind die sogenannten Ketonkörper. Sie sind jetzt die wichtigste Nahrung für das Gehirn. Der Vorgang findet in der Leber statt, dem zentralen Organ des Stoffwechsels. Ольга Александровна, проходите, пожалуйста. Nach der Fastenkrise findet der Körper also zu einem neuen Gleichgewicht. Verschiedene Anwendungen machen das Fasten erträglicher: Einläufe, Leibwickel, Sauna und Massagen. Die russischen Ärzte empfehlen außerdem täglich 2 bis 3 Stunden Bewegung. Das alles fördert die Entschlackung und regt die Funktion von Nieren, Darm, Leber, Lungen und Haut an. Der Körper soll schädliche Stoffwechselprodukte ausscheiden. Heute ist mein 5. Fastentag und ich fühle mich großartig. Sehen Sie mich an, mein Gesicht, meine Augen. Ich fühle mich um Jahre verjüngt und das völlig ohne Make-up. Alles ganz natürlich.
Doch der Kopf ist nicht immer so anpassungsfähig wie der Körper. Viele Patienten stellen fest, dass die Psyche den Organismus beeinflusst, indem sie ihm Bedürfnisse vorgaukelt, die er gar nicht mehr hat. Der dritte Tag war der schwerste. Es war, als würde nicht der Magen, sondern das Gehirn nach Essen verlangen. Und das ist wohl das Schlimmste, wenn man an Chips und Cola denkt und an Fleisch. Viel Fleisch. Sobald dieser psychische Hunger nachlässt, schärft das Fasten die Sinne und es setzt eine gewisse Euphorie ein. Es stellt sich ein Gefühl von Freiheit ein. Der Geist wird frei. Auch ein Gefühl von Stärke. Denn wenn es mir gelungen ist, 7 Tage lang zu fasten, kann ich im Prinzip alles. Auch Berge versetzen. Doch wie funktioniert das Fasten nun? Wie ist es zu erklären, dass sich 2/3 der Patienten besser fühlen? Bei einer solchen Zahl ist Vorsicht geboten. Handelt es sich um einen Placebo-Effekt? Eine Folge der im Gehirn freigesetzten Glückshormone? Oder sind die beschriebenen Veränderungen objektiv messbar? Um mehr zu erfahren, müssen wir 60 Jahre zurückblicken. In eine Zeit, in der die Sowjetunion noch hinter dem eisernen Vorhang lag, den auch die Wissenschaft nicht durchbrechen durfte. So erfuhr der Westen nichts von den russischen Forschungsprojekten. Wie so oft in der Wissenschaft begann das Abenteuer mit einem Zufall und einem findigen Forscher. Die Korsakow-Klinik in Moskau. Obwohl die Zwangsjacke damals allmählich durch Medikamente ersetzt wurde, ist die Behandlung psychisch Kranker kaum humaner geworden. Als der Psychiater Juri Nikolajew eines Tages auf einen depressiven Patienten trifft, der die Nahrungsaufnahme verweigert, beschließt er, auf den Instinkt des Kranken zu vertrauen und auf die übliche Zwangsernährung zu verzichten. Erstaunt notiert der Psychiater: Vom 5. Tag an ließ sein Negativismus nach und der Patient öffnete die Augen. Am 10. Tag begann er wieder zu gehen, schwieg aber weiterhin. Am 15. Tag trank er ein Glas Apfelsaft, das auf seinem Nachttisch stand. Später ging er spazieren und nahm allmählich wieder am gemeinschaftlichen Leben teil. Der Mann wurde schließlich wieder gesund. Ein psychisch Kranker, geheilt durch Fasten. Das war ein Novum. Das ist Juri Nikolajew, 15 Jahre später. Angesichts der überraschenden Wirksamkeit seiner Behandlung experimentiert er weiter. Der Erfolg übertrifft alle Erwartungen und die Warteliste für Patienten wird immer länger. Nikolajew behandelt Schizophrene, Depressive, Phobiker und Patienten mit Zwangsstörungen, indem er sie durchschnittlich 25 bis 30, ja manchmal sogar 40 Tage lang fasten lässt. In der kleinen Moskauer Wohnung, in der schon sein Vater lebte, erinnert sich Nikolajews Sohn an den Widerstand seitens der Ärzteschaft. Die Medizin hat das Fasten stets abgelehnt, da man den Kern dieses Prozesses nicht verstand. Üblicherweise wird Hunger als ein Übel angesehen, doch Hunger kann heilen. Um dies zu verstehen, muss man seine Vorstellungen über die Prozesse im Organismus auf den Kopf stellen. Einem Arzt fällt dies sehr viel schwerer als einem gewöhnlichen Sterblichen. Nikolajew startet ein umfangreiches Forschungsprojekt, das Kritiker zum Schweigen bringen und Wissenschaftsgeschichte schreiben wird. Physiologische und biochemische Untersuchungen, Bestimmung des Hormonspiegels, Enzephalogramme. Hunderte von Patienten werden während und nach ihrer Fastenkur genau beobachtet. Die Psychiater sehen eine Verbindung zwischen den körperlichen Veränderungen während des Fastens und dem verbesserten Gesundheitszustand der Patienten. Das Heilfasten hat nicht nur einen Einfluss auf psychische Abweichungen und Störungen. Vielmehr ändert sich auch die Persönlichkeit selbst in gewisser Weise.
Zu dem Ärzteteam gehört auch der junge Dr. Gurwitsch. Er arbeitet 18 Jahre lang an der Seite von Nikolajew. Beim Fasten lässt sich ein psychostimulierender Effekt, ein antidepressiver Effekt beobachten. Dieser stellt sich sowohl in der ersten Fastenwoche als auch in der ersten Woche der Aufbauphase ein. Zudem hat das Fasten auch einen sedativen, beruhigenden Effekt. Er kann nach der Krise, nach dem Wendepunkt beobachtet werden. Nikolajew behandelte insgesamt 8000 Patienten. Bei über 70% von ihnen bewirkte das Fasten eine deutliche Verbesserung, die auch 6 Jahre später noch bei 47% der Patienten feststellbar war. Einige konnten ein normales Leben führen und eine Familie gründen. Zu ihrer Überraschung stellen Nikolajew und sein Team fest, dass sich nicht nur der psychische, sondern auch der körperliche Gesundheitszustand der Patienten bessert. Bluthochdruck, Polyarthritis, Asthma, Ekzeme. Er informiert die Behörden. Das Gesundheitsministerium ist skeptisch und startet 1973 eine Kampagne zur Überprüfung der Ergebnisse. Es beauftragt eine Reihe von renommierten Medizinern, darunter auch die Professoren Kokossow und Maximow. Die beiden Militärärzte haben Folge zu leisten. Befehl ist Befehl. Ich wusste lange nichts über das Heilfasten. Nun sollte ich nicht nur nachweisen, ob diese Methode tatsächlich hilft, sondern auch die Gründe dafür aufzeigen, weshalb es hilft. Die Sekretion des Magens, der Leber, der Bauchspeicheldrüse und des Darms musste untersucht werden. Und auch die bakteriologische Landschaft, der Immunstatus, der Mineralstoffwechsel und der Vitaminwechsel wurden unter die Lupe genommen. An den umfangreichen Studien nehmen Tausende von Patienten teil. Die Ärzte bestätigen Nikolajews Ergebnisse. Sie stellen detaillierte Listen mit Indikationen und Kontraindikationen für Fastenkuren auf. Indikationen: Bronchialerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, endokrine Erkrankungen, Erkrankungen der Verdauungsorgane, Gelenk- und Knochenerkrankungen, Hautkrankheiten. Kontraindikationen: Krebs, Tuberkulose, Diabetes Typ 1, chronische Hepatitis, Thrombophlebitis, Anorexie, Hyperthyreose. Doch wie ist die Wirkung des Fastens zu erklären? Das Fasten bewirkt einen Stresszustand im Organismus. Dieser Stress ruft Selbstregulierungsmechanismen hervor, die sogenannte Sanogenese, die durch unsere Lebensweise normalerweise unterdrückt wird. Demnach wäre Stress ein wichtiger Punkt. Stress ist eine Anpassungsreaktion auf veränderte Umweltbedingungen, in diesem Fall der Nahrungsentzug. Sobald ihm die Nahrung entzogen wird, schlägt der Organismus Alarm. Dies führt zu hormonellen und neuroendokrinen Veränderungen. Hormone mobilisieren die körpereigenen Reserven. Manche von ihnen haben auch eine entzündungshemmende Wirkung. Die russischen Ärzte sind der Meinung, dass die therapeutische Wirkung durch diese selbstregulierenden Mechanismen ausgelöst wird. Zahlreiche Werte wie der Blutzucker- und Cholesterinspiegel, die Triglyceridwerte und der Insulinspiegel verbessern sich. Gleichzeitig verringert der Organismus allmählich seinen Energieverbrauch. Atmung, Herzrhythmus, Blutdruck, alles wird gesenkt und verlangsamt. Auch das Verdauungssystem befindet sich im Ruhezustand. Das Fasten mobilisiert also die Selbstheilungskräfte des Organismus. Doch wie lässt sich diese Fähigkeit messen? Professor Ossinin ist Spezialist für Bronchialasthma. Als Schüler von Kokossow hat der Pneumologe an die 10.000 Asthmatiker fasten lassen. Er erzählt uns, dass es in 4 Jahrzehnten keinerlei Komplikationen gegeben habe. Eine seiner Studien beschäftigt sich mit den Zellen der Lungenschleimhaut. Diese schwarzen Zellen deuten auf das Vorhandensein von Histamin hin, ein Gewebshormon, das eine Hypersekretion und damit Bronchialspasmen auslöst. Nach einer 12-tägigen Fastenkur ist das Histamin verschwunden, die Zellen haben sich mit Lipiden gefüllt und die Spasmen sind vergangen.
Diese Daten sind einzigartig, denn eine solche Fragestellung und derartige Untersuchungen gab es bis dato nirgendwo auf der Welt. Es wurden nicht nur sämtliche Zustandsparameter des Körpers untersucht, sondern darüber hinaus auch lokale Veränderungen berücksichtigt, wie beispielsweise das Verschwinden von Stoffen, die Auslöser für die Entstehung eines Ödems oder einer Entzündung waren. Bronchialasthma ist eine chronische Erkrankung, die sich nach Ansicht der Schulmedizin nicht heilen, sondern nur eindämmen lässt. Zahlreiche Patienten sind auf Medikamente angewiesen, die ihre Symptome vorübergehend lindern. Professor Ossinins Arbeit zeigt, dass dieses Schicksal nicht unabwendbar ist. Der Pneumologe hat die langfristige Wirkung des Fastens untersucht. Seine Studie mit knapp 1000 Probanden zeigt, dass 50% der Patienten auch nach 7 Jahren noch eine Besserung spüren. Vor allem diejenigen, die nach dem Fasten auf eine gesunde Ernährung achten. Manchmal waren mehrere Fastenkuren notwendig. Etwa 10-15% der Patienten sind vollständig geheilt. Aus allen Teilen der Sowjetunion wurden experimentelle Daten zusammengetragen mit dem Ziel, das Fasten in die staatliche Gesundheitspolitik zu integrieren. Die Akademie der Wissenschaften hat die Ergebnisse bestätigt und in imposanten Bänden gebündelt. Nichts davon ist je übersetzt worden. Trotz des weltweit einzigartigen Umfangs dieses Forschungsprojekts, das eine Unmenge von klinischen Beschreibungen und Patientendaten umfasst, bleiben einige Unklarheiten. Labortests haben gezeigt, dass es wirkt. Doch weshalb ist das so? Wie funktionieren die Mechanismen? Was genau ist die Sanogenese? Darauf kann ich noch immer keine Antwort liefern. Sind westliche Wissenschaftler in der Lage, diese Frage zu beantworten? Bislang hat noch kein europäischer Staat solche Forschungsprojekte finanziert und die Pharmaindustrie zeigt hier verständlicherweise Zurückhaltung. Dennoch wird das Fasten auch bei uns praktiziert und erregt seit kurzem das Interesse von Politik und Wissenschaft. Die nächste Station unserer Reise ist Deutschland. Laut Umfragen haben 15-20% aller Deutschen schon einmal gefastet. Das älteste Fastenzentrum entstand vor fast 60 Jahren am Bodensee. Ähnlich wie am Baikalsee wird auch hier Verzicht geübt, aber in der Gruppe. Die Buchinger Klinik genießt auch im Ausland einen guten Ruf. Jährlich fasten hier über 2000 Menschen. Viele von ihnen leiden an chronischen Krankheiten. Andere kommen zur Vorbeugung oder zur Bekämpfung von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit. Jürgen Bahl trägt normalerweise Anzug und Krawatte. Normalerweise legt ihm auch niemand einen Leberwickel an. Denn normalerweise arbeitet er in einem Züricher Glasturm. Ich muss sagen, ich bin Banker, ich bin viele Jahre immer im Ostgeschäft gewesen, Sowjetunion, Ostblock. Und wenn Sie da Geschäfte machen wollen, müssen Sie auch Wodka trinken und fettes Essen nehmen. Also das hat sich dann über die Jahre hinaus summiert. Und ich hatte, also ich weiß, eine 7 cm vergrößerte Fettleber und ganz schlechte Leberwerte. Und dann sagte mein Hausarzt, der ist Kardiologe, sagte, also jetzt ist Schluss, entweder Beruf ändern, nicht mehr Moskau, nicht mehr Russland, kein Wodka, oder Fasten gehen. Und das war für mich, ich habe das nicht glauben können, dass ich fasten kann. Das ist überhaupt nicht drin. Ich kann da nicht 3 Wochen nichts essen. Den ganzen Tag Hunger, kein Glas Wein. Das ist, ich bin ein Genießer. Kann ich nicht. Jürgen Bahls Leber schrumpfte bereits während der ersten Fastenkur auf Normalgröße zurück. Und seine Blutwerte normalisierten sich. Seitdem achtet er auf seine Ernährung und kehrt alljährlich nach Überlingen zurück. Jede Fastenkur ist für ihn so etwas wie ein Neuanfang. Nein, das ist kein Wasser. Als kleine Lockerung gegen die strengen Fastenregeln wird hier 2x am Tag eine leichte Suppe oder ein Fruchtsaft serviert. Diese täglichen 250 Kalorien mildern die Fastenkrise und erleichtern die ersten Tage. Das ist das Besondere an der Methode von Otto Buchinger, dem Gründer der Klinik. Der Militärarzt, der an schwerem Gelenkrheuma litt und seit 1918 an den Rollstuhl gefesselt war,
wurde durch zwei Fastenkuren vollständig geheilt. Nach seiner spektakulären Genesung studierte er die therapeutischen Einsatzmöglichkeiten des Fastens und gründete eine eigene Fastenklinik, die in Deutschland bis heute weithin bekannt ist. Die Fastenkuren dauern zwischen einer und drei Wochen. Pauline Valiquet kommt in diesem Jahr schon zum zweiten Mal in die Buchinger Klinik. Die Dolmetscherin lebt in der Schweiz und leidet unter schwerem Rheumatismus. Sie hat beschlossen, 12 Tage lang zu fasten. Im letzten Jahr hatte ich große Angst, mich nicht mehr bewegen zu können. Ich dachte, ich bin doch noch viel zu jung, um bettlägerig zu sein. Was soll denn aus mir werden? Denn zudem bin ich alleinstehend. Als ich im Februar hier ankam, war ich vollkommen erschöpft. Von den Schmerzen und auch von den Rheumamedikamenten und dem Cortison, das man normalerweise verschrieben bekommt. Ich fühlte mich ganz und gar ausgebrannt. Diese Fastenkur hat mich nicht noch etwa weiter geschwächt, sondern innerlich gereinigt. Mein Körper ist regelrecht aufgelebt. Natürlich hätte ich hinterher immer noch keine Bäume ausreißen können, aber ich spürte, dass mein Körper seine Selbstheilungskräfte wiedererlangt hatte. Ich dachte, ich würde immer Medikamente nehmen müssen, aber inzwischen konnte ich sie absetzen. Je nach Art und Schwere der Krankheit ist es nicht immer möglich, die Medikamente abzusetzen. Dieser Patient kommt 2-mal jährlich in die Klinik. Er leidet an einer weit fortgeschrittenen psoriatischen Arthritis und hofft nicht mehr auf Heilung. In diesem Fall versucht der Rheumatologe Stefan Drinder, der 9 Jahre lang in einer Universitätsklinik tätig war, durch Fasten die Dosis der Medikamente zu reduzieren. Wir kennen dieses Phänomen auch von der rheumatoiden Arthritis. Da hat man gezeigt, dass man durch Ernährung und durch Fasten viel weniger Prednisolon oder auch nicht steroidale Antirheumatika braucht. Und das ist gut, weil die Nebenwirkungen dieser Medikamente nicht unerheblich sind. Jürgen Bahl wird an diesem Abend sein Fasten brechen. Ein entscheidender Moment. Falsches und maßloses Essen könnte den Erfolg der gesamten Kur gefährden und sich sogar als gefährlich erweisen. Der Körper muss sich ganz allmählich wieder an Nahrung gewöhnen. Der Aufbau erfolgt daher in Deutschland wie in Russland sehr behutsam. Paradiesisch. Wie immer. Ich freue mich so darauf jetzt, aber andererseits, Fastenbrechen ist immer so ein zweispältiges Ding. Man ist einerseits froh, andererseits aber nach, war eine schöne Zeit. Aber die Suppe so oder so, die genieße ich jetzt. Sind Sie schon ungeduldig? A little bit, bisschen. Ein bisschen. Die Gesundheit muss zum Markt werden, mit dem Fasten als Grundpfeiler. Im Moment sind Krankheiten ein äußerst einträgliches Geschäft, vor allem die chronischen Krankheiten. Ein chronischer Diabetes bietet über Jahrzehnte hinweg die Möglichkeit, Medikamente zu verkaufen. Das ist also ein sehr gewinnbringender Markt. Fasten als Grundpfeiler des Gesundheitsmarktes. Das würde die Macht der Pharmaindustrie verringern und ihre Profite mindern. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Doch in Deutschland macht man Fortschritte. In einem Nebengebäude der Berliner Charité, der größten Universitätsklinik Europas, ist seit fast 10 Jahren eine Etage für Fastenkuren reserviert. Ein Dutzend weitere Universitätskliniken sind diesem Beispiel inzwischen gefolgt. So wird Fasten allmählich zum festen Bestandteil der Schulmedizin. Professor Michalsen hat mehrere wissenschaftliche Studien zum Thema Fasten geleitet.
Er bietet diese Therapie für Patienten an, die unter Rheuma, dem metabolischen Syndrom oder Herzerkrankungen leiden. Die Kosten für die Kuren werden von den Krankenkassen erstattet. Jährlich fasten hier an die 500 Patienten nach der Buchinger Methode. Und die Nachfrage ist steigend, sodass die Klinik viele Interessenten abweisen muss. Ohne die russischen Forschungsergebnisse zu kennen, hat auch Michalsen die hormonellen Veränderungen im Körper untersucht. Beispielsweise haben wir bei vielen, vielen Patientenstudien Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Leptin, Serotonin, also Hormone, die ganz stark die Stoffwechselvorgänge regulieren, aber auch Einfluss auf die Stimmung haben. Ähnlich wie die russischen Psychiater stellte Michalsen fest, dass insbesondere ein erhöhter Spiegel des sogenannten Glückshormons Serotonin eine stimmungsaufhellende Wirkung auf die Fastenden hat. Außerdem konnte er eine reduzierte Schmerzempfindlichkeit und eine erhöhte Sensibilität der Insulinrezeptoren beobachten. Nach ihrer Fastenkur waren die Patienten zudem eher bereit, ein gesünderes Leben zu führen. Wenn ich jetzt Studien gemacht hätte mit einem neuen Medikament und ich hätte diese Ergebnisse, dann würde mit Sicherheit würde ich jeden Tag einen Telefonanruf bekommen mit Anträgen, Fördermitteln, Geld für neue Wissenschaft. Beim Fasten ist es so, man sieht es und man sagt, ja, es ist interessant, aber es wird nicht weiter gefördert. Wo sich dringend etwas ändern muss, wenn Kritiker oder Skeptiker sagen, ja, es gibt nicht genügend Studien. Das lässt sich sehr leicht sagen, wenn kein Geld zur Verfügung gestellt wird, um solche Studien durchzuführen. Michalsen konzentriert sich nicht mehr auf die grundlegenden Mechanismen des Fastens. Als Arzt ist er täglich mit einer steigenden Zahl chronisch Kranker konfrontiert. Und hier sieht er auch den größten Nachholbedarf. Wir brauchen jetzt 2, 3 gute, große Studien. Ich würde sagen Rheuma, Rheumatoide Arthritis. Wir brauchen Diabetes und wir brauchen Bluthochdruck, Hypertonie. 3 große Krankheiten, da brauchen wir die Studien. Um zu überzeugen, um klarzulegen, dass Fasten hat genauso seinen Platz bei diesen Erkrankungen wie Medikamente. Die Kosten würden sich auf mehrere Millionen Euro belaufen. Doch vor Michalsens Labortür stehen die Kreditgeber nicht gerade Schlange. Kritiker werden dagegen nicht müde, vor den Gefahren des Fastens zu warnen. Doch was genau ist dran an diesem Argument? Wo liegen die Grenzen des Fastens? Entsprechende Experimente können aus ethischen Gründen natürlich nicht an Menschen durchgeführt werden. Die Antwort muss also aus dem Tierreich kommen und wird erstaunliche Erkenntnisse über das Geheimnis des Fastens liefern. Doch wir wollen nicht vorgreifen. Im antarktischen Eis lebt ein sonderbarer Vogel, der die Forscher seit vielen Jahrzehnten fasziniert. Der Kaiserpinguin beginnt zu fasten, sobald er auf dem Packeis seine Kolonie gefunden hat. Während das Männchen das Ei ausbrütet und auf die Rückkehr des Weibchens wartet, kann es bis zu 4 Monate lang ohne Nahrung auskommen. Diese erstaunliche Fähigkeit hat Yvon Le Mao seit jeher verblüfft. Er stellte sich schon früh die Frage, verfügt der Kaiserpinguin als Profifaster vielleicht über Mechanismen, die der Mensch und andere Tiere nicht besitzen? In seinem Straßburger Labor der staatlichen französischen Forschungseinrichtung CNRS sammelt Yvon Le Mao westliche Literatur zum Thema Fasten. Doch eine Antwort findet er hier nicht. Sicher ist nur, Fasten kann gefährlich werden. Denn solange der Organismus von seinen Reserven lebt, baut er seine Proteinspeicher ab. Dies sind vor allem die Muskeln, darunter auch das Herz. Ist die Hälfte der Eiweißspeicher geleert, stirbt der Organismus. Yvon Le Mao und seine Kollegen messen den Prozentsatz der Eiweißspeicher, die der Kaiserpinguin während des Fastens abbaut.
Diese Zahl beantwortet die Frage nach den Grenzen des Fastens. Das Ergebnis ist erstaunlich. Während eines Großteils der Fastenzeit liefern die Proteine täglich nur 4% des Energieverbrauchs. 96% werden von den Fetten gedeckt. Der Organismus passt sich also an und geht sparsam mit seinen Proteinen um. Das Fasten lässt sich somit in drei Phasen unterteilen. Wir erinnern uns. Die Glukosevorräte des Körpers sind bereits nach 24 Stunden erschöpft. Danach bildet er Glukose aus seinen Eiweißreserven. Anschließend beginnt eine zweite Phase, in der er mit seinen Proteinen haushält und vor allem Fette verbraucht. Diese Phase kann je nach Menge der Fettreserven sehr lange dauern, bei Kaiserpinguinen durchaus 100 Tage lang. Doch sobald 80% der Vorräte verbraucht sind, geht der Körper nicht länger sparsam mit den Proteinen um und tritt in die dritte Phase ein. Das Tier muss nun dringend Nahrung finden, bevor es zu spät ist. Doch ist dies bei allen Tieren gleich? Jean-Patrice Robin, ein Kollege von Yvon Le Mao, leitet ein Experiment mit Ratten, die nicht unbedingt in dem Ruf stehen, große Faster zu sein. Die Tiere werden täglich gewogen und ihr Urin wird untersucht. Wie werden sich die Ratten auf den Nahrungsentzug einstellen? Werden ihre Eiweißspeicher schneller geleert sein als die der Pinguine? Dann die Überraschung. Die Ergebnisse sind vergleichbar. Während der zweiten Phase geizt die Ratte genau wie der Pinguin mit ihren Proteinen. Es gibt also keine Unterschiede. Einer der grundlegenden Mechanismen des Fastens, der es möglich macht, eine längere Hungerzeit zu überleben, ist allen Tieren gemein. Diese Beobachtung eröffnet ungeahnte Perspektiven mit gewaltigen Auswirkungen. Diesen gemeinsamen Mechanismus müssen schon die allerersten Tiere auf der Erde besessen haben. Und auch der Mensch verfügt über dieselben Fähigkeiten. Fasten ist also nichts Gefährliches, sondern ein Anpassungsvorgang, der so alt ist wie das Leben selbst. Und zumindest in den beschriebenen Grenzen keinerlei Gefahren birgt. Die Fähigkeit zu fasten wäre demnach ein im Laufe der Evolution entstandener Anpassungsmechanismus. Und vom Pinguin zum Menschen ist es nur ein kleiner Schritt. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ein 1,70 Meter großer Erwachsener mit einem Gewicht von 70 Kilo rund 15 Kilo Fettreserven besitzt. Bei einem guten Gesundheitszustand reicht das für etwa 40 Tage. Von der Evolution her das betrachten, war es ja vermutlich die Regel, dass immer wieder Fastenperioden überlebt werden mussten. Die Situation, die wir heute haben, regelmäßige Mahlzeiten, Kühlschrank voll, die ist ja nicht historisch gesehen normal. Und insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass der Körper eher Probleme hat, wenn wir nicht fasten. Wenn wir immer regelmäßig essen, dafür scheint unser genetisches Kostüm weniger gut ausgestattet zu sein, als gut auf das Fasten zu reagieren. Unser Organismus verträgt demnach den Mangel besser als den Überfluss. Reaktiviert das Fasten also uralte Reflexe, die im Gedächtnis des Körpers gespeichert sind? Wenn diese Hypothese stimmt und die Fähigkeit zu fasten evolutionär begründet ist, muss sie in unserem genetischen Code festgelegt sein. Doch wer wäre verrückt genug, danach zu suchen? Walter Longo ist ein junger italienischer Wissenschaftler, der an der University of Southern California in Los Angeles forscht. Sein Fachgebiet? Die Gerontologie oder Wissenschaft des Alterns. Longo kam mit 16 Jahren in die USA, um Rockstar zu werden. Heute ist er ein international renommierter Biologe. Welcome to California. We're not far.
Walter Longo hat ein Ziel. Er möchte chronischen Alterskrankheiten Einhalt gebieten, Alzheimer und Krebs eindämmen, das Altern ganz allgemein hinauszögern. Studien haben gezeigt, dass ein Tier, das auf Dauer wenig Nahrung zu sich nimmt, länger und gesünder lebt. Longo weiß das. Eines Tages beschließt er, seine Forschung der extremsten Form der Kalorienreduktion zu widmen, dem Fasten. Eine scheinbar unsinnige Idee, vor allem für die renommierten kalifornischen Wissenschaftler, nicht jedoch für Longo. Er ahnt, dass das Fasten den Organismus gegen alle möglichen Schadstoffe schützen könnte. Und warum nicht auch gegen einige der giftigsten Substanzen, die es gibt, Chemotherapeutika. Diese werden zur Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt. Er nimmt eine Reihe von krebskranken Mäusen und teilt sie in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe wird normal ernährt, die zweite fastet 49 Stunden lang. Ich überzeugte einige junge Wissenschaftler davon, dass meine Idee nicht vollkommen verrückt war. Normalerweise führt ein Nahrungsentzug ja dazu, dass ein Organismus schwächer wird. Für die jungen Forscher, aber auch für meine eigenen Kollegen, war es nur schwer vorstellbar, dass ein Organismus, der hungert, stärker werden könnte. Anschließend injiziert er allen Mäusen große Mengen von Chemotherapeutika. Die Dosen sind 3- bis 5-mal höher als diejenigen, die bei Menschen erlaubt sind und müssten daher verheerende Nebenwirkungen haben. Werden die Mäuse eine solche Behandlung überleben? Lässt sich ein Unterschied zwischen fastenden und normal ernährten Mäusen beobachten? Longo ist auf Reisen, als ihn eine Kollegin über die Ergebnisse informiert. Sie rief mich an und sagte, du wirst es nicht glauben, aber wie es aussieht, haben alle fastenden Mäuse überlebt und alle normal ernährten Mäuse sind tot. Darüber war ich natürlich sehr glücklich, denn das übertraf alle meine Erwartungen. Ich bat sie, das Experiment in 2 verschiedenen Labors zu wiederholen und die Ergebnisse waren wieder genau dieselben. This is a video showing the behavior of the 2 groups treated with temozolomide. Diese Aufnahmen aus dem Labor verdeutlichen die Unterschiede zwischen den beiden Mäusegruppen. Die fastenden Mäuse scheinen sich bester Gesundheit zu erfreuen. Sie bewegen sich normal, ihr Fell ist glatt, das Gewebe unbeschädigt und ihre kognitiven Funktionen wirken intakt. Von den normal ernährten Mäusen rechts im Bild haben nur 35% überlebt. Sie wirken krank und verkriechen sich in einer Ecke ihres Käfigs. Gründliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ihr Herz und auch ihr Hirn angegriffen waren. Die Neuigkeit schlägt ein wie eine Bombe und ruft die Presse auf den Plan. Obwohl die Ergebnisse zunächst nur für Mäuse gelten, verbreiten die Journalisten überall die gute Nachricht. Fasten schützt gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Das Norris Comprehensive Cancer Center in Los Angeles ist eine der größten Krebskliniken der USA, in der jährlich 200 klinische Studien durchgeführt werden. Hier nimmt man die Entdeckung sehr ernst. Die Klinik startet sofort eine Studie mit Krebspatienten. Dr. Tanya Dorf wird mit der Leitung beauftragt. Die junge Wissenschaftlerin ist begeistert. Wie alle Krebsforscher ist sie ständig auf der Suche nach neuen Strategien. Ich fand es schon immer schade, dass unsere Waffen gegen den Krebs so destruktiv sind. Sie greifen alles an, was schnell wächst, ohne einen Unterschied zu machen. Auch wenn neuere Therapien zielgerichteter sind, ist es vernünftig, den Körper zu schützen. Wir müssen die zerstörerische Wirkung auf den Krebs maximieren, ohne den Körper allzu sehr zu schaden. Doch es ist Vorsicht geboten. Bislang wurden nur wenige Probanden angeworben. Diese Patientin hat seit 24 Stunden nichts gegessen. Andere haben 48 Stunden lang gefastet. Mehr ist derzeit nicht vorgesehen. Zunächst soll bewiesen werden, dass Fasten für Krebskranke ungefährlich ist.
Denn dieser revolutionäre Ansatz läuft den offiziellen Empfehlungen zuwider, die, im Gegenteil, vor jeder Chemotherapie zu einer erhöhten Kalorien- und Eiweißzufuhr raten. Später soll das Experiment auf eine größere Zahl von Patienten ausgeweitet werden. Die Finanzierung ist kein Problem. An öffentlichen und privaten Geldern herrscht kein Mangel. Tatsächlich ersetzt das Fasten hier nicht die Medikamente. Durch die verringerten Nebenwirkungen können die Chemotherapeutika sogar noch höher dosiert werden. Wie ein Arzt der Klinik es uns gegenüber ausdrückte, eine kostengünstige und leicht umzusetzende Behandlungsmethode. Dieses Experiment ist von großer Bedeutung. Wenn wir beweisen können, dass die Probanden nach dem Fasten weniger unter Nebenwirkungen leiden, ließe sich diese Methode bei einer großen Zahl von Patienten anwenden. Nicht nur für eine bestimmte Krebsart, sondern für das gesamte Spektrum. Die klinische Studie wird Zeit brauchen. Doch wenn das Leben am seidenen Faden hängt, ist Zeit ein knappes Gut. Nora Quinn mochte nicht warten, obwohl sie alles andere als eine Draufgängerin ist. Die Richterin aus Los Angeles wollte uns ihre Geschichte erzählen und bei dieser Gelegenheit den Forscher kennenlernen, der ihr wieder Hoffnung gab. Nachdem sie in der Los Angeles Times einen Artikel über die Arbeit von Walter Longo gelesen hatte, traf Nora Quinn eine Entscheidung. Kurz zuvor war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Wenn ich auf den Abschluss der klinischen Studie gewartet hätte, wären 10 Jahre vergangen. Und ich wäre an meinem Brustkrebs gestorben. Ich konnte nicht warten. Und ich hatte Glück. Meine Onkologin war offen für die Idee. Sie hat mich weder ermutigt noch mehr abgeraten. Sie sagte, wenn Sie fasten wollen, nur zu. Ich glaube zwar nicht, dass es helfen wird, aber versuchen Sie es ruhig. Nora Quinn sollen insgesamt 5 Chemotherapien verabreicht werden. Sie fürchtet sich vor den Nebenwirkungen, vor allem vor einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen. Unter der Aufsicht eines befreundeten Arztes fastet sie vor der ersten Chemotherapie 5 Tage lang. Sie fühlt sich gut und kann weiter zur Arbeit gehen. Vor den beiden nächsten Zyklen fastet sie auf Anraten ihrer Onkologin nicht. Sie verträgt die Chemotherapie nur schlecht und fühlt sich so krank, dass sie beschließt, vor den beiden letzten Zyklen erneut zu fasten. Und diesmal geht es ihr wesentlich besser. Ich habe während meiner Behandlung ganz zweifellos weniger Nebenwirkungen verspürt. Ich war nicht so müde und mein Gehirn war weniger beeinträchtigt wie bei meinen Freunden, die nicht gefastet, aber dieselben Chemotherapiezyklen durchlaufen haben. Das steht für mich außer Frage. Nora Quinn ist nicht die einzige Kranke, die auf eigene Faust gefastet hat. Von den rund 30 Patienten, die sich auf das Experiment einließen, konnte die Klinik 10 für eine Studie gewinnen und ihre Krankenakten auswerten. Auch Nora Quinn hat an dieser Studie teilgenommen, die die Ergebnisse der Mäuseexperimente bestätigt. Das Fasten hat die Chemotherapie erträglicher gemacht. Müdigkeit, Schwächegefühl, Übelkeit und Kopfschmerzen waren erheblich reduziert. Doch wie wirkt sich das Fasten auf die Chemotherapie selbst aus? Erhöht es ihre Wirksamkeit oder nicht? Für eine Antwort auf diese entscheidende Frage muss zunächst klar sein, durch welche Mechanismen das Fasten die gesunden Zellen schützt. Bewirkt das Fasten eine veränderte Genexpression? Longo wählt Leber, Herz und Muskelzellen aus und beobachtet ihre Gene auf den entsprechenden Abschnitten der DNA-Stränge. Die Gene steuern die Arbeit der Zelle. Ihre Expression ist normal. Nach 2 Tagen Fasten beobachtet Longo eine radikale Veränderung der Genexpression. Einige Gene sind über-, andere unterexprimiert. Die Gene verändern die Funktion der Zellen und diese schalten sozusagen auf Schutzbetrieb um. Eine schnelle, tiefgreifende Veränderung, so als wäre diese Fähigkeit schon sehr lange in ihrem Gedächtnis verankert. Die normalen Zellen haben die Lektion der letzten 3 Milliarden Jahre gelernt und schalten auf Schutzbetrieb um. Sie tun das, weil nur wenig Glukose und andere Nährstoffe zur Verfügung stehen und sie sich so gut wie möglich schützen müssen, beispielsweise gegen eine Chemotherapie.
Die Zellen schützen sich also durch einen atavistischen Reflex. Auf diese Spur hatte uns schon der Pinguin-Experte Yvon Le Mao gebracht. Doch wenn Fasten ein Schutz für gesunde Zellen ist, schützt es dann nicht auch die Krebszellen? Wäre dies der Fall, wäre Walter Longos gesamte Beweisführung nichtig. Vergleichen wir eine Krebszelle mit einer gesunden Zelle. Nach 2 Tagen Fasten ist die Genexpression der Krebszelle konträr zur gesunden Zelle. Die Krebszellen haben eine genetische Mutation erfahren und ihr Evolutionsgedächtnis verloren. Die Schutzmechanismen funktionieren nicht. Die Krebszellen hassen diese Umgebung, in der es nur wenig Glukose und Wachstum gibt. Sie sind dann nicht nur ungeschützt, sondern zeigen auch eine höhere Chemosensitivität. Sie sterben. Oder ihr Wachstum ist auf jeden Fall reduziert. Fasten kann das Wachstum der Krebszellen aber auch ohne Chemotherapie schon hemmen. Auch ohne Chemotherapie. Für die Krebszellen ist Fasten also ein regelrechter Albtraum. Kürzlich habe ich diese Methode in einem der größten Pharmaunternehmen der Welt vorgestellt. Ich habe den Konzernvorstand aufgefordert, einen Medikamentencocktail, also eine Wirkstoffkombination, zu entwickeln, die wirksamer ist als das Fasten. Sind wir bereit für eine neue Welt, in der die Wirtschaft nicht mehr nur auf Konsum basiert und in der Verzicht nicht automatisch etwas Negatives bedeutet? Sind wir bereit umzudenken, wie es der Sohn des Psychiaters Nikolajew fordert? Alexei Kokossow setzt Nikolajews Arbeit bis heute fort. Doch die Zeiten sind schlecht. Mit der Auflösung der Sowjetunion in den 90er Jahren ist auch das Gesundheitssystem in Schwierigkeiten geraten. Fastenkuren müssen nun selbst bezahlt werden und sind für viele Russen zu teuer. Es gibt nur noch einen Ort, viele Flugstunden von allen Metropolen entfernt, an dem das Fasten nach wie vor staatlich gefördert wird. Auf dem Weg ins Sanatorium von Goryatschinsk, das sein 200-jähriges Bestehen feiert, trifft Kokossow seine ehemalige Schülerin Natalia Batajewa. Kokossow hat in Sibirien über 100 Ärzte ausgebildet. Kein Wunder, denn in diesem Landstrich sind die Ressourcen begrenzt und das ökologische Gleichgewicht ist empfindlich. Sparsamkeit ist eine Notwendigkeit, sodass Fasten weder als Verrücktheit noch als Strafe gilt. Und die Abstinenz wird gebührend gefeiert. Der Gesundheitsminister ist selbst Arzt und ein begeisterter Verfechter des Fastens. Er ist gekommen, um persönlich für diese Therapieform zu werben. Noch einmal, ich gebe das Kommando. Ein dreifaches Hoch auf den Kurort Goryatschinsk. Hurra! 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 Auf 15 Jahre Fastentherapie. Hurra! 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 Праздником! Завтрашнего дня восстанет первый маньяк. Чистое счастье завтрашнего дня. Uns diese kleine Republik Buryatien unsere eigenen Fehler vor Augen führen? Die Probleme unseres Gesundheitssystems, das oft eher wie ein Geschäft mit der Krankheit anmutet. Und bezüglich der Illusion vom grenzenlosen Wachstum. Die Evolution hat uns in die Lage versetzt, Mangel nicht nur standzuhalten, sondern aus ihm in bestimmten Fällen sogar Nutzen zu ziehen.